Was geht ab, meine lieben Freunde, Juni, und herzlich willkommen zu einem Tots Panini Back and Play. Ja, Freunde, heute haben wir zwei Kameras am Start hier. Hadouken! Ja, Freunde, heute gibt es mal wieder was Cooles mit Panini. Und zwar, Leute, wir werden gleich in FIFA ein garantiertes Team of the Season Pack öffnen, wo ein Community-Tots-Spieler drin ist. Und dort können wir irgendwas Geiles ziehen. Und dieser Spieler wird dann mit in die Mannschaft integriert. Bestenfalls ist er dann bei der WM auch mit dabei. Das wäre natürlich am coolsten. Aber wir werden davor erstmal 4 von diesen Panini-Packs öffnen und uns daraus ein Team zusammenbauen. Und dann diesen Tots-Spieler dazu integrieren. Und dann werde ich gegen einen von euch spielen, der direkt im Anschluss auch eine 50€ PSN-Karte bekommt, falls er gewinnen sollte. Ich hoffe wirklich, dass wir diesmal auch einen Torwart bekommen. In den letzten Folgen, ich hatte, glaube ich, nie irgendwie einen Torwart so richtig gehabt. Und ja, wir werden jetzt diese 4 Packs öffnen und ihr habt euch ja gewünscht, dass als Verbesserung mal 2 Kameras kommen. Das heißt, hier werde ich euch dann einfach die Spieler reinzeigen und hier werdet ihr meine Fresse sehen, ey. Und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt auch mal direkt an mit der... Schwester, dieser Kaffee, Alter, was war da drin? Okay, Leute, wir öffnen das erste Pack. Boah, richtig geil mit diesen Kamerawechseln hier, beziehungsweise mit diesen 2 Kameras. Ich hoffe, ich kriege das parallel dazu alles hin. So, wir machen das erste Pack auf. Meine Güte, Alter, wie ist das denn verpackt hier? So, mal gucken, was wir für Spieler... Oh, da sehe ich schon mal einen guten. Ich zeige euch mal direkt alle 5 Spieler hier in die Kamera rein. So, wir drehen das Ganze mal um. Also, wir haben einmal hier unseren guten alten Fellaini am Start. Der ist auf jeden Fall schon mal gut fürs zentrale Mittelfeld. Dann haben wir hier den jungen Herren am Start. Ich kann jetzt die Namen nicht vorlesen, muss ich mir gleich alle angucken. Und dann haben wir noch den hier, der guckt, der gerade richtig erfreut, so ein richtiger Pizzabäcker, der Typ hier. Dann haben wir noch den jungen Herren hier von Schweden. Und wir haben Raul Jiménez von Mexiko. Und das war unser erstes Pack, Leute. Man muss natürlich auch hoffen, dass diese Spieler alle in FIFA sind, sonst hat man ein kleines Problem. Aber dafür haben wir ja 4 Packs. Wir öffnen unser zweites Pack, Leute, Alter. Let's go, let's go. Stell dir vor, da wird jetzt einmal so ein Ronaldo kommen oder so. Mein Gott, das wäre zu krass. So, ich zeige euch direkt die Spieler am besten auch mit in die Kamera rein. Oh mein Gott, Vardy. Ja, Mann, wir haben Vardy einfach bekommen. Oh mein Gott. Und ja, Freunde, eine Sache vorweg, weil ich noch vergessen habe zu sagen, wenn da jetzt irgendwie so ein Stadion kommt oder sonst was, dann dürfen wir gewisse Spieler, die eine Informkarte oder sonst was haben, um einen Punkt upgraden. Machen wir einfach so. Oder wenn da eine komplette Mannschaft kommt, dürfen wir uns einen Spieler von dieser Mannschaft aussuchen. Zum Beispiel kommt das komplette Team Frankreich, dann kann ich mir natürlich einen Spieler auf diesem Foto aussuchen. Zum Beispiel Pogba, Griezmann oder so. So werden wir es auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen geilen Stürmer, Jamie Vardy. Der hat auch sogar eine Tots-Karte, aber da muss ich gucken, ob die Münzen ausreichen. Eieiei. So, wir machen weiter mit dem nächsten Spieler. Wer ist das denn hier? Ich sehe die Spieler nicht. Ihr seht die alle zuerst hier. Ey, diese Kamera, ne? Die soll mal scharf stellen, Mann. Guck mal hier. Hier, ich halte jetzt die andere Karte rein und direkt wieder, zack, scharf gestellt. Ey, das ist zu krass, Leute, oder? Guck mal, jetzt ist er auch scharf. Okay, jetzt ist er mal endlich scharf hier. Haben wir noch den jungen Herren. Dann dritter Spieler, der hier drin ist. Ein Argentinier, das sehe ich jetzt schon. Ich kann aber nicht den Spielernamen sehen. Da haben wir einmal den hier am Start. Das ist der Marcos Rojo, schon mal ein guter Innenverteidiger. Haben wir noch den jungen Herren, den Vardy Katiri in FIFA. Okay, das sind unsere zweiten 5 Spieler, die wir gleich hinzufügen werden. Kommen wir nun zu unserem dritten Pack, Leute. Alter, bisher sind schon ein paar gute Spieler mit dabei. Wir haben einen guten Innenverteidiger. Wir haben einen guten Stürmer. Aber wir haben noch keinen Torwart, glaube ich. Ich weiß es nicht so ganz. Wir müssen uns gleich überraschen lassen, Leute. Aber wir kriegen ja noch gleich unseren Team of the Season Spieler. Oh mein Gott. Leute, jetzt alle wirklich, alle dieses Video gerade schauen, tut mir einen Gefallen. Bitte, auch wenn es gerade dumm ist, klatscht einfach mal jetzt. Bitte einfach mal alle klatschen. Denn wir haben wirklich eine Legende gezogen, Leute. Respekt. Wirklich, wir ziehen einfach hier. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt schon erkennen, wer es ist, Leute. Er will nicht scharf stellen, aber komm, du musst scharf stellen bei ihm. Es ist eine Legende. Es ist, Leute, Andres Iniesta, Leute. Wir ziehen einfach Iniesta, Mann. Iniesta in unserem ersten Pack oben drauf. So, zweiter Spieler haben wir hier ein Duplikat, Alter. Mann, den hatten wir ja gerade auch schon gehabt. Diesen Katsiri, den kann ich direkt mal wegpacken. Als dritten Spieler haben wir hier den jungen Herren, den Yuyo Koba. Der sagt mir ehrlich gesagt nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, Leute! Lionel Messi! Ich glaube, im Panini-Pack! Und dahinter Ronaldo! Nein, Spaß, aber wir haben noch nicht. Aber Messi! Messi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eigentlich Arschbombe jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, wie Baba der aussieht! Lionel Messi!
Ey, das sind die besten Panini-Packs aller Zeiten. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist gerade zu krass, oder? Das ist zu krass. Wir ziehen einfach Messi im Panini-Pack, Alter. Ich sag vorhin noch Ronaldo, es kommt einfach gerade Messi, Mann. Es kommt einfach Messi, Leute. Ey, das ist zu krank. Das ist zu krank, Alter. Oh mein Gott. Ey, das ist zu krank, Leute. Das ist zu krank. Ich komme drauf nicht klar, ne? Ey, Mann, schade, dass es nicht in FIFA ist. Aber so ist auch krass, Mann. Endlich mal Packluck, Leute. Endlich mal Packluck, Mann. Kann man so wirklich ehrlich gesagt mal sagen, ey. Aber ja, Freunde, jetzt kommt noch unser letztes Pack. Ey, wenn jetzt hier Ronaldo oder sonst was drin ist, ich schwöre, dann gibt's eine Arschbombe. Wenn jetzt Ronaldo hier drin ist, gibt's eine Arschbombe, die könnt ihr... Oh mein Gott, wir werden die Tische doppelt, dreifach zerstört, Alter. Jetzt muss man echt wieder langsam eine Arschbombe bekommen. So, wir machen unser letztes Pack auf. Wenn jetzt hier Ronaldo drin ist, Leute, das wäre zu krass, Leute, ne? Das wäre zu krass. So, unser erster Spieler ist, glaube ich, direkt mal ein Spanier oben drauf hier. Wer ist das denn nochmal? Das ist Nacho Monreal. Den kennt man. So, den packe ich mal direkt hier auf den Stapel. Dann haben wir hier noch... einmal das hier, das heißt, diese Karte gibt uns jetzt schon mal einen Upgrade-Punkt, den wir auf irgendeinen Spieler draufpacken können. Zum Beispiel Vardy, können wir dann Vardy Inform nehmen oder Messi Inform zum Beispiel, ne, damit ihr Bescheid wisst. Ich kann mir das aussuchen, bei welchem Spieler. Das hier ist unser dritter Spieler, Leute, hier, der Kwon Sang-Chon. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir nochmal, oh mein Gott, Alter, ich komme auf mein Leben nicht klar, Leute, ey, es ist zu krass, ne. Wir haben jetzt hier wieder ein Stadion, das gibt uns einen Upgrade-Punkt und jetzt bitte guckt mal, oh mein Gott, Alter. Dann noch Agüero, Messis Mannschaftskollege. Ey, das ist zu krass, Leute. Kommt ihr darauf klar? Wir ziehen einfach in diesen Panini-Dingern, in vier Dingern, ziehen wir hier drei geile Argentinier-Spieler, beziehungsweise zwei kranke. Einmal Messi und einmal Agüero. Guckt euch das an, Mann, Alter. Das ist zu krank, Leute. Und jetzt sehen wir uns gleich bei dem Tots-Pack wieder. Und dann werde ich mein Team zusammenbauen, Alter. Und das wird krank werden mit Messi, mit Agüero. Oh mein Gott, ich scheiß drauf, dass ich keinen Torwart habe. Boah, Leute, ist mir scheißegal, was jetzt hier drin ist. Wir haben einfach Messi gezogen, Alter. Das reicht mir schon. Endlich mal dieses Jahr ein bisschen Packluck, auch wenn es nur Panini war. Und ja, wir werden jetzt unser garantiertes Community Team of the Season Spieler Pack öffnen. Da kann natürlich Chiellini drin sein, es kann ein Courtois drin sein und so weiter. Das wäre natürlich perfekt, wenn wir jetzt hier einen Torwart ziehen, weil ich glaube... Wir haben einfach gar keinen Torhüter bisher gezogen. Und dann, danach werden wir uns das Team zusammenbauen, Leute. Dann würde ich sagen, Freunde, let's fucking go, Alter. Komm, garantiertes Community-Tot-Set. Was haben wir drin? Es leuchtet blau. Wir öffnen es. Boom. Let's go. Let's go. Frankreich. Lemar. Lemar. 91er Tots. Oh mein Gott. Ey, Packluck geht weiter. Lemar 91. Geile Karte, Mann. 91. Der ist, glaube ich, auch locker 100.000 normalerweise wert. Die Sets sind ja aber untradable. Aber trotzdem vollkommen zufrieden. 91er Lemar im Pack. Was will man mehr? Und ja, Freunde, jetzt würde ich sagen, bauen wir uns unser krankes Team zusammen. Dieser Spieler ist sogar bei der WM mit dabei. Lemar spielt ja für Frankreich und die sind mit dabei. Und ja, Freunde, jetzt würde ich sagen, bauen wir uns das Team zusammen mit Messi, Agüero, Lemar. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Boom! Das hier ist unsere Mannschaft, Leute. Guckt euch dieses Team an. Oh mein Gott, wer hat es geschafft, aus vier Packs so ein Team zusammenzubauen? Einfach nur zu krank. Agüero, Messi vorne mit drin. Und ja, Freunde, wir hatten ja zwei Upgrade-Punkte und ich habe diese ganzen Punkte alle in Iniesta reingesteckt. Ich glaube, es waren sogar drei, aber bei ihm macht man eine Ausnahme. Es ist die Legende himself, der jetzt leider den Verein verlässt. Aber dafür habe ich mir nochmal seine beste Karte in FIFA geholt, nämlich die Man of the Match 90er-Karte. Und ja, mit diesem Team werde ich jetzt gleich gegen einen von euch antreten, der direkt im Anschluss, falls er gewinnen sollte, die 50 Euro PSN-Karte bekommt. Und ja, Freunde, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Das macht übertrieben Bock, diese Panini-Packs hier zu sammeln und zu öffnen. Und ja, würde ich sagen, Alter, let's go. Ich habe übertrieben Bock, Mann. So, Leute, wir haben einen Gegner gefunden. Ich musste mein Team auffüllen, dass es eine 5er-Wertung hat, weil sonst habe ich hier keinen Gegner gefunden. Und falls ihr euch fragt, wie ich meine Gegner raussuche, das mache ich wie immer auf Instagram. Also wer mir da noch nicht folgt, der sollte das unbedingt machen, denn dort bekommt ihr immer die Chance, gegen mich zu spielen. Und ach du heilige Makrele zur fucking Hell. Salah Player of the Month, Ronaldinho Icon, Del Piero Icon, De Bruyne, SBC. Okay, Leute, jetzt heißt es mit meinem Team rasieren. Ich bin gespannt, was der Gegner drauf hat. Let's go. Jetzt haben wir Messi hier im Doppelpass mit Agüero. Agüero nochmal hier auf Messi. Boah, wenn er den Ball mitnimmt, Lionel Messi. Und jetzt haben wir nochmal die Legende, Iniesta. Iniesta, Andres. Nochmal Messi, einmal. Die GG-Flanke kommt hier. Ah, Mann.
Sama Iniesta, schönen Ball abgefangen, ihr Dreieckspiel mit Aguero, Messi, ai, das Teufelsdreier, Messi, Finesse, Pfosten, Lemma, 1-0. Die Legende himself, Iniesta, darf diesen Freistoß schießen, Iniesta, Andres, Iniesta, Pfosten, Messi, 2-0, Mann, was für ein Scheißtor. Oh, oh, Alter, stark gemacht vom Gegner. Messi, Aguero mit Messi, Aguero und Messi, Aguero, Messi, Aguero, Aguero, Sergio Kun, Aguero, Messi. Starker Doppelpass, der Gegner jetzt hier mit der Beule auf Ronaldinho. Alter, Ronaldinho! Der Gegner hat auf einmal Feuer unterm Arsch bekommen. Die Grätsche jetzt hier aus der Hölle, meine Güte, Rojo. Oh, Del Piero, sehr stark gemacht, Del Piero, Olsen. Nein. Oh, Junge, Olsen. Alter, stark gemacht. Ey, Bruder, der Gegner, was ist los mit dem, Alter? Auf einmal wacht er auf. Oh Gott, das ist der Gegner mit Ronaldinho. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie schlecht die Verteidigung da gerade stand. Ey, was ist hier los? Okay, Leute, das dürfen wir uns jetzt hier nicht mehr gefallen lassen. Iniesta auf Aguero. Aguero, also der Gegner spielt echt gut, Mann. Der Gegner spielt echt gut, Leute. Wunderschönes Zusammenspiel. Aguero, Mann. Kujete dazwischen. Kujete, uwuwu. Boah, der Gegner haut hier Kombis raus. Was ist los mit dem? Oh mein Gott. Boah, diese Grätsche, ey. Alter, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, Ronaldinho, oh mein Gott. Messi, Messi. Eieieiei, ist das hier eng jetzt? Lemar, komm, Junge, du bist Tots. Du musst was zeigen, Junge. Zeigen. Andres Iniesta. Iniesta. Surprise, Alter. Motherfucker. Oh mein Gott, dieser Grätsche, Marcos Rojo, Alter. Leute, komm. Jetzt der Konter mit Tor. Der Gegner, ne, der macht gerade so ein Pressing, das ist krass. Als ob er mal seinen Bruder spielen würde. Egal, Messi richtet das vorne. Komm, Lemar, du bist Tots, Junge. Komm, Lemar, klack, auf Messi. Der mit Kajute. Kajute wieder zurück. Messi, Lionel, fucking Messi, nein. Jetzt Messi, starker Doppelpass. Jetzt Messi geht durch, Messi geht durch. Lionel, Messi, Lionel, Messi, dreht sich hier um. Messi, Messi, Messi. Bruder, was? Oh mein Gott, wie Messi den genommen hat. Messi, Messi, Messi. Jetzt auf Iniesta. Der mit der GG-Flanke. Oh mein Gott, wie die kam, Mann. Oh. Alter, der Gegner, ne? Jetzt, jetzt, da geht Lemar. Lemar, Junge. Oh, Junge, der ist schnell. Oh mein Gott, sehr stark. Lemar, Iniesta. Oh mein Gott. Komm, Lemar. Digga. Alter, der Gegner, ne? Der klebt mir am Arsch. Das ist richtig Zucker. Messi, jetzt Hacke zu Hacke. Jetzt. Messi. Stark, Iniesta, die Legende, Iniesta, oben Fellaini oder Rojo, oh mein Gott, 90. 3-2, Marcos Rojo, Vorarbeit, Andres Iniesta, what a goal, ey, scheiße, Mann. Sieg, Leute, oh mein Gott, was war das für ein geiles Game, das hat mich richtig an die alten Zeiten erinnert, FIFA 15, FIFA 16, diese Wager-Matches. Übertrieben geiles Match, Mann. Auf jeden Fall Respekt an den Gegner, dass er nochmal so zurückgekommen ist. Ich dachte nach dem 2-0, okay, den klatsche ich jetzt weg. Aber nein, auf einmal kam der so krass zurück. Ist richtig abgegangen mit seinem Team hier. Auf jeden Fall hätte der noch ein Tor hier verdient gehabt eventuell. Und ja, schade, dass es in der 90. war. Ich hasse es, in der 90. zu gewinnen. Vor allem gegen euch Abonnenten da draußen. Aber ja, wirklich sehr gut gespielt. Leider keine 50 Euro PSN-Karte gewonnen. Aber Leute, unser Team, was wir bekommen haben, das lässt sich schon wirklich sehen hier. Mit Messi, Aguero und so weiter. Das ist echt krank. Deshalb nimmt mal jetzt den Like-Button so richtig auseinander, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende wieder zu einem chilligen Foot Champions Stream von mir auf jeden Fall. Tots Pack Openings werden noch kommen. Und ja, zeigt mal, dass ihr alle schön aktiv seid. Aktiviert die Glocke. Checkt mein Instagram aus. Wie gesagt, dort suche ich mir immer meine Gegner aus. Und dann meinen Zweitkanal, Feel Gaming TV, könnt ihr auch auschecken. Dort bin ich immer aktiv am Streamen. Fortnite und so weiter. Und dann würde ich sagen, euer Öni ist raus, Mann. Haut rein, macht's gut und ciao.